Einen schönen guten Morgen nochmal von mir. Ich arbeite, wie schon gesagt, an der Geschäftsstelle von Código da Vinci, wie auch Philipp, und arbeite tatsächlich für die Datenberatung im Rahmen des Kulturhackathons. Und heute möchte ich ein bisschen mehr über offene Daten und ihre Stärke sprechen. Ich vermute, ihr habt schon alle eine gute Idee bekommen, was offene Daten sind, weil ihr seid schon Teil von Código da Vinci. Ihr wart auch bei unserem Infotreffen. Heute möchte ich einfach ein bisschen tiefer gehen und ein paar Beispiele zeigen, die auch über die Hackathons hinausgehen und einfach verstehen, was offene Daten anbieten können. Aber ich würde erstmal mit dem Kontext von offenen Daten anfangen und auch mit der allgemeinen Situation, wo sich die Kulturinstitutionen oder die GLAMs, wie wir sagen, sich befinden. Und das ist, dass die Kulturinstitutionen einen Auftrag haben, heutzutage das kulturelle Erbe zu digitalisieren und auch Services anzubieten. Das ist natürlich nicht immer selbstverständlich, dass es etwas Einfaches ist. Es gibt unterschiedliche Probleme, die damit verbunden sind, zum Beispiel das heißt viel Arbeit, vielleicht für einige eine Finanzierung, die nicht verfügbar ist, und auch Expertise, die nicht immer der Fall in einigen Institutionen ist. Und es gibt also unterschiedliche Sachen, die man berücksichtigen muss, um diese digitale Services in einem guten Stand sozusagen anzubieten. Und gleichzeitig gibt es diesen Ansatz, wenn wir heute über digitale Sammlungen sprechen, nicht nur digitalisierte Objekte zu meinen und Digitalisaten, aber wir reden über den sogenannten Begriff Collections as Data. Also Sammlungen sind tatsächlich Daten, sind Inhalte, die hinter digitalisierten Objekten stehen. Und man kann heutzutage mit diesen Daten sogar spielen, wenn ich das sagen darf. Also diese Daten verarbeiten, anreichern und natürlich immer mit Respekt auf die Lizenzen, die jede Institution benutzt, wenn sie die Daten frei zur Verfügung stellt. Und auch Daten sind nicht nur digitalisierte Objekte, sind nicht nur Metadaten. Aber es gibt auch mehrere Informationen, die jede Institution hat über die Objekte. Und das könnte zum Beispiel Infos sein zu dem Auswahl, dem ganzen Lebenszyklus tatsächlich der Objekte, der Akquise, der Ausleihe, die Aufbewahrung der Objekte. Alle diese Informationen sind wichtig und vielleicht können sie auch benutzt werden, um ein Tool zu entwickeln, dass vielleicht Vorgänge innerhalb einer Organisation verbessern wurde. Also es gibt viele Daten aus allen Ecken, die tatsächlich sich in einer Institution befinden und man sie benutzen kann. Und wir haben auch neue Disziplinen. Tatsächlich, es gibt Data Science, Digital Humanities und es gibt ein immer prägnanter Charakter von einer datenbasierten Forschung. Es gibt natürlich die schon etablierte Forschungsmethoden, aber in den letzten Jahren, wir sehen einen großen Fokus auf Daten und ihre Verarbeitung auch im Rahmen der Forschung. Und natürlich im letzten Jahrzehnt haben wir auch eine starke Bewegung für die Offenheit und es gibt neue Möglichkeiten, die gesucht werden, um den Zugang zu diesen digitalen Objekten und zu diesen Daten im Allgemeinen zu ermöglichen und auch den Zugang zu demokratisieren und unterschiedliche Grenzen zu beseitigen. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einem Kontext, wo offene Daten ein sehr großes Wort ist. Hier liste ich einfach die wichtigsten Komponente und Prinzipien von offenen Daten, die vermute ich für alle von euch schon bekannt sind. Also die offenen Daten sind frei nach nutzbar. Diese Daten sollten auch unter einer offenen Lizenz zur Verfügung stehen und sie sollten auch aus einer Qualitätsperspektive, sollten sie gut strukturiert,
aufbereitet und in einem maschinenlesbaren Format verfügbar sein, so dass die externen, also die Leute, die Interesse an diese Daten haben, mit denen arbeiten können und auch neue Projekte entwickeln können. Aber damit sind auch ein paar Herausforderungen verbunden. Es gibt auch Bedenken bei einigen Institutionen. Es gibt zum Beispiel Angst vor Kontrollverlust oder vor Relevanzverlust, weil jetzt die Daten oder die Objekte, die bis hier nur in Ausstellungsräumen standen oder in Lagerräumen, jetzt sind sie einfach da draußen offen. Jeder kann sie benutzen und etwas damit tun. Und vielleicht, das addet ein bisschen das bisherige Status quo bei einigen. Und das vielleicht verursacht ein bisschen Angst. Und es gibt auch finanzielle Aspekte. Es gibt manchmal Verträge, Digitalisierungsverträge zum Beispiel, die verbieten eine weitere Freigabe von Objekten unter einem Open Access Framework. Oder es gibt Institutionen vielleicht, die daran gewöhnt sind, unter eigenen Lizenzen Beträge, wichtige Beträge zu generieren und zu bekommen. Und sie möchten nicht darauf verzichten, jetzt mit diesem neuen Ansatz. Also wir sehen, dass es gibt natürlich ein bisschen Schwierigkeiten. Wir brauchen trotzdem einen neuen Kontext zu bilden und vielleicht zu denken, wie viele von diesen Bedenken oder diese Schwierigkeiten, wie wir sie beseitigen können. Und es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die man vielleicht übernehmen kann oder unternehmen kann. Und hier möchte ich einfach ein paar Beispiele zeigen. Und eins davon natürlich sind die Hackathons selbst. Ich werde nicht viel darüber erzählen, weil ihr wisst mittlerweile schon, wie ein Hackathon läuft. Und sicherlich Hackathons bringen einen Perspektivwechsel, sowohl für Kulturinstitutionen als auch für Teilnehmende, weil für die Institutionen, das heißt, sie können ihre eigenen Daten aus einem neuen Blickwinkel betrachten und auch sie sehen, dass ihre Daten haben ein kreatives Potenzial. Aber gleichzeitig, sie haben auch die Möglichkeit, mit externen Leuten zusammenzuarbeiten. Und für diese externen Leute, die sogenannten Teilnehmenden, gibt es auch die Möglichkeit, nicht nur Beobachter von diesem Kulturgut zu sein, aber sie werden selbst Schaffende der Kultur. Und Kultur jetzt ist nicht nur eine Sammlung von Objekten, die, wenn ich das so sagen darf, hinter einem Schaufenster steht, aber man kann damit experimentieren und Kultur wird tatsächlich zu einem inspirierenden Tätigkeitsfeld. Es gibt aber nicht nur Hackathons, es gibt auch andere Co-Creation-Formate, die man auch in den GLAMs findet. Und ein Beispiel davon wären die GLAM Labs. Also sie funktionieren ähnlich wie die Hackathons, aber hier wir reden über einen zeitlich unbefristeten Rahmen. Es gibt Einrichtungen, entweder physische oder virtuelle Einrichtungen, die entstehen im Rahmen von, im Kontext von Kulturinstitutionen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass Daten von dieser Institution zur Verfügung stehen und alle Interessenten können damit experimentieren und neue Tools entwickeln. Aber hier haben wir auch den extra Vorteil, dass wir haben Veränderungen, die innerhalb der Organisation stattfinden, weil diese GLAM Labs sind Teil der Institutionen. Wir haben neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit. Ist auch Kompetenzaufbau wird auch zu einem wichtigen Element für diese Maßnahmen. Und auch Kosten können reduziert werden, weil wir haben erstmal neue Technologien, die als Prototypen getestet werden und in einem kleineren Maßstab. Und wenn man sieht, dass okay, einige Tools, einige Projekte haben ein Potenzial, dann kann danach die Institution darauf investieren. Und so kann man
besser seine eigene Energie und Ressourcen kann man besser ausnutzen und entsprechend investieren. Hier habe ich einfach eine Liste von Projekten, die innerhalb von Glam Labs entwickelt wurden. Ihr bekommt sowieso die Folien danach, wie Philipp gesagt hat. Deswegen werde ich sie hier nicht zeigen. Vielleicht nur ein Beispiel. Zum Beispiel, das ist Farben von historischen Ansichtskarten. Das ist ein Projekt, das im Glam Lab der Österreichischen Nationalbibliothek entwickelt wurde. Und wir sehen zum Beispiel, dass historische Karten können anders gestöbert werden. Wir haben eine neue Schnittstelle, wo man nicht nach dem Text benutzt, aber wir haben einfach Farbpaletten. Und so kann man zum Beispiel auch vielleicht Karten finden, die irgendwie auffallen farblich, weil zum Beispiel wir sehen hier diese Palette, sie ist ein bisschen anders als die anderen, die man hier sieht. Und das ist ein neuer Zugang zu digitalisierten Objekten. Und das ist möglich nur, wenn man die Möglichkeit gibt, an externen Leute, an Entwicklern mit diesen Daten, mit der ganzen Sammlung zu experimentieren und was Neues zu entwickeln. Ich komme zurück zu meiner Präsentation. Einen Moment. Ja. Und es gibt auch Residenzprogramme. Auch ähnliche Prinzipien wie die anderen Maßnahmen. Hier einfach eine Institution kann ihre eigenen Räume zur Verfügung stellen und dann haben wir wieder einen Entwickler, einen Forscher, einen Künstler, der zu diesen Räumen kommt und dann neue Tools entwickelt. Heutzutage natürlich wegen Corona zum Beispiel, solche Residenzprogramme können auch virtuell laufen. Hier zeige ich, zumindest im Hintergrund, zeige ich ein Beispiel von so einer Residenz. Das Projekt heißt Citizen DJ. Das war ein Projekt, das in der Library of Congress entwickelt wurde. Das könnt ihr auch danach selbst anschauen. Das Interessante hier ist, dass wir haben wieder ein neues Interface, eine neue Schnittstelle, wo man nach Tonaufnahmen stöbern kann. Natürlich, diese Tonaufnahmen sind auch in Public Domain, also systemfrei zur Verfügung. Und das Interessante ist, also man kann die unterschiedlichen Samples hören und so kann man viel schneller zu einer Tonaufnahme kommen, aber auch ein zusätzliches Merkmal dieses Projektes ist, dass diese Entwickler und Künstler gleichzeitig hat auch eine Web-App, eine Anwendung entwickelt, wo man diese unterschiedlichen Samples, diese Tonaufnahmen benutzen kann, um seine eigene Komposition oder ein Beatbox zu schaffen. Und so sehen wir auch, wie Kreativität eine wichtige Rolle spielt im Bereich offene Daten. Und natürlich haben wir auch andere Initiativen, die ich hier einfach aufliste, wie Forschungskooperationen zwischen Glams und Universitäten. Es gibt die sogenannte Data Sprints, das ist etwas wie Hackathons, aber hier der Fokus liegt eher auf die Analyse der Daten selbst und vielleicht die Anreicherung der Metadaten und nicht so viel auf die endgültigen Projekte, die man aus diesen Daten, aus diesen Metadaten vielleicht macht. Es gibt auch Möglichkeiten für Crowdsourcing und natürlich Daten können auch auf größeren Portalen bereitgestellt werden, wie das Beispiel von Europeana ist, weil da ein größeres Publikum hat Zugriff auf diese Daten und kann mit diesen Daten experimentieren. Und vielleicht wird Cosmina etwas dazu erzählen später, weil sowieso die Deutsche Digitale Bibliothek ist eine wichtige Komponente hier, weil es ist auch der Weg, dass Daten in Deutschland können auch Teil von Europeana werden. Und ich komme dann zum Schluss meiner Präsentation. Ich hoffe, dass ihr könnt schon den Mehrwert von offenen Daten sehen. Tatsächlich heutzutage Daten sind Teil der digitalen Strategie von Kulturinstitutionen. Für einige sind sogar der Anlass, ihre Sammlung weiter zu digitalisieren, sodass diese Daten danach
offen zur Verfügung stehen. Viele von diesen offenen Daten können auch Teil von Forschungspublikationen sein oder die Basis von diesen Publikationen sein. Wie schon klar ist, sie sind auch Grund für neue Erlebnisse der Besucher. Wir haben Nutzer, ihnen generierte Inhalte, aber auch wir können Produkte haben, die einen Umsatz zurückbringen zu den Institutionen, und damit vielleicht können wir ein paar Bedenken, die den finanziellen Aspekt betreffen, vielleicht können wir beseitigen. Und sicherlich auch die Relevanz von Institutionen bleibt stark. Also vielleicht diese Angst, dass die Relevanz verloren wird, vielleicht ist nicht wirklich so dramatisch, würde ich sogar sagen, wie vielleicht sich einige Leute vorstellen. Und zum Ende würde ich einfach ein Video zeigen. Das ist ein Video von dem Cleveland Museum of Art, weil sie sind Vorreiter tatsächlich im Bereich Open Access im Glam-Sektor und besonders in Museen. Und das zeigt auch unterschiedliche Beispiele und das Potenzial, das offene Daten haben. Und ich hoffe, dass... Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, wir können vielleicht, wenn es Fragen gibt, können wir darauf kommen.